dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 73, Tätigkeitsbericht des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Schlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Digitales und Datenschutz zu der Vorlage des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und so weiter und so fort. Hierzu gibt es die Stellungnahme der Landesregierung betreffend den 49. Tätigkeitsbericht. Und das ist die Drucksache 20-6643 zu Drucksache 20-6428 zu Drucksache 20-5799. So, und jetzt möchte ich den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bei uns begrüßen. Er wird geleitet von unserem Präsidenten. Was gibt es für eine größere Ehre, unserem Präsidenten hier in diese Runde? Herr Prof. Roßnagel, seien Sie herzlich willkommen hier im Hessischen Landtag. Bevor ich Ihnen das Wort erteile, bitte ich zunächst die Berichterstatterin, die Frau Abg. Nadine Gersberg von der Fraktion der SPD, um die Berichterstattung. Bitte sehr, Nadine. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz empfiehlt dem Plenum einstimmig, den 49. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und den dritten Bericht zur Informationsfreiheit des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Kenntnis zu nehmen und darüber eine Aussprache zu führen. Vielen Dank, Frau Kollegin Gersberg, für den Bericht. Und nun, Herr Prof. Dr. Roßnagel, haben Sie das Wort zu Ihrem Tätigkeitsbericht. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dies ist der erste Tätigkeitsbericht, den ich im Landtag vorstelle, der 49. Bericht zum Datenschutz und der dritte Bericht zur Informationsfreiheit betreffen das Jahr 2020. Zu dieser Zeit war ich noch nicht im Amt. Verantwortlich war Prof. Ronellenfitsch. Er hat auch noch den jetzt vorliegenden Bericht erstellt. Das wichtigste Ergebnis des 49. Berichts zum Datenschutz ist, dass es in Hessen keine schwerwiegenden Verstöße zu verzeichnen gibt. Ganz im Gegensatz zur Entwicklung in Deutschland und in der Welt. Dort sind technische, wirtschaftliche und politische Entwicklungen zu beobachten, die die Persönlichkeitsrechte Betroffener zunehmend gefährden. Für Hessen ist dagegen festzustellen, dass Datenschutz akzeptiert und nicht grundsätzlich infrage gestellt wird. Auch im Landtag, insbesondere im Ausschuss für Digitales und Datenschutz, wird kritisch und konstruktiv über Datenschutz diskutiert. Die hohe Übereinstimmung in Datenschutzfragen kommt auch in der Stellungnahme der Landesregierung zum Ausdruck, die meinem Bericht 37 Mal uneingeschränkt zustimmt und ihn 10 Mal unwidersprochen zur Kenntnis nimmt. Dennoch waren viele Datenschutzverstöße zu berichten und viele Beratungen und Aufsichtsmaßnahmen zu erwähnen. Bevor ich zu diesen komme, will ich drei allgemeine Entwicklungen ansprechen, die das Jahr 2020 geprägt haben, aber auch die nächste Zeit betreffen werden. Neue Herausforderungen für den Datenschutz hat die Corona-Pandemie hervorgerufen. Sie hat im Jahr 2020 zu einem enormen Digitalisierungsschub geführt und damit auch zu einer Zunahme von Datenschutzproblemen. Dennoch hat der Datenschutz erheblich und auf breiter Front zurückgesteckt. Die Aufsichtsbehörden haben viele Datenverarbeitungen, die in der gesellschaftlichen Notsituation erforderlich waren, vorübergehend geduldet. Jetzt, wo wir beginnen, uns an Corona als endemische Erscheinung zu gewöhnen, wird es Zeit, alle vorübergehend geduldeten Lösungen auf den Prüfstand zu stellen und an die datenschutzrechtlichen Anforderungen anzupassen, um rechtmäßige Zustände herzustellen. Zum anderen hat sich im Jahr 2020 gezeigt, dass das Datenschutzrecht immer stärker durch die Europäische Union geprägt wird. Das wurde im letzten Jahr vor allem durch das Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs deutlich.
Danach muss jeder Verantwortliche, der personenbezogene Daten in Staaten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums übermittelt, sicherstellen, dass die Betroffenen dadurch nicht ihre Grundrechte verlieren. Für die USA hat der Gerichtshof ausdrücklich festgestellt, dass wegen der unverhältnismäßigen Zugriffsmöglichkeit von US-Behörden und des fehlenden Rechtsschutzes für betroffene Personen aus Europa dort kein ausreichender Grundrechtsschutz besteht. Aus diesem Grund hat er das Privacy Shield genannte Abkommen, das Datenübermittlungen zwischen EU und USA rechtfertigte, für nichtig erklärt. Dadurch entsteht die schwierige Herausforderung, Übermittlungen von Daten in die USA ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen zu unterbinden. Mit dem Urteil hat der Gerichtshof indirekt das Ziel vorgegeben, die bestehende Abhängigkeit von Anbietern aus USA zu reduzieren und in der Union eine möglichst weitgehende digitale Souveränität zu erreichen. Digitale Souveränität, rechtsstaatlich definiert, bedeutet, Verantwortliche setzen Informationstechnik ein, die ihnen ermöglicht, Grundrechtsschutz zu gewährleisten. Ohne Unternehmen und Behörden arbeitsunfähig zu machen, kann die notwendige digitale Souveränität aber nur erreicht werden, wenn im Binnenmarkt geeignete Alternativen zu den IT-Systemen aus USA angeboten werden. Diese Voraussetzung herzustellen, ist eine schwierige, mittel- bis langfristige Aufgabe, vor der wir alle gemeinsam stehen. Wo aber Alternativen bestehen, die keine Datenübertragung in die USA erfordern oder Zugriffe aus den USA ermöglichen, wie etwa im Cloud Computing oder für Videokonferenzen, müssen wir diese nutzen. Schließlich hat die Europäisierung des Datenschutzrechts zu strukturellen Veränderungen und Mehrbelastungen in meiner Dienststelle geführt. Die durch die Datenschutzgrundverordnung eingeführte neue Datenschutzgovernance hat im Jahr 2020 breit Wirkung entfaltet. Die Datenschutzgrundverordnung will einen einheitlichen Vollzug des Datenschutzes in der Union sicherstellen. Hierfür fordert sie eine enge, grenzübergreifende Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden. Diese müssen sich austauschen und abstimmen. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der Europäische Datenschutzausschuss. Wer darauf einwirken will, wie der Datenschutz künftig in der Union verstanden und praktiziert wird, muss sich aktiv in die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden und in die Arbeit des Europäischen Datenschutzausschusses einbringen. Da dies immer mehr wird, steigt hierdurch unsere Arbeitsbelastung kontinuierlich. Das gilt auch für die Verbesserung der Rechte der betroffenen Personen durch die Datenschutzgrundverordnung. Diese ist für den Datenschutz zu begrüßen, führt aber zu mehr Beschwerden, mehr Kontrollen und mehr Verwaltungsgerichtsverfahren. So mussten im Jahr 2020 ca. 17.000 Beschwerden und Beratungsanfragen bearbeitet werden. Auch die zusätzlichen Kontroll-, Anordnungs- und Sanktionsbefugnisse, die die Datenschutzgrundverordnung den Aufsichtsbehörden gibt, gelangen mehr und mehr zur Anwendung. Dies stärkt den Datenschutz, erfordert aber ebenfalls zusätzliche Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Lassen Sie mich im Folgenden an Einzelbeispielen auf wichtige Aspekte des Datenschutzes hinweisen. Die Corona-Pandemie hat den Datenschutz vor viele neue Herausforderungen gestellt. Der Bericht schildert mehr als ein Dutzend solcher Fallgruppen. Ergebnisse dazu. Das Fiebermessen als Zutrittsvoraussetzung ist nur in Einzelfällen in systemrelevanten Gesundheitseinrichtungen unter strengen Sicherheitsvorgaben und nach umfassender Information zulässig. Schulen dürfen ärztliche Atteste zur Befreiung vom Tragen einer Schutzmaske nicht kopieren und die Diagnosen nicht speichern. Auch Schwimmbäder dürfen Gesundheitsdaten von Besuchern zwar prüfen, aber nicht speichern. Die Kontaktnachverfolgung in Restaurants und anderen Betrieben ist datenschutzkonform zu gestalten. Die dabei erhobenen Daten dürfen nicht für das Versenden von Werbung oder für private Einladungen zweckentfremdet werden. Für viele Fallkonstellationen haben wir zahlreiche Informationsangebote auf unserer Homepage bereitgestellt. Im Jahr 2020 wurden mehrere Fälle von unberechtigten Abfragen aus Polizeisystemen bekannt.
auch zum Tatkomplex NSU 2.0. Der hessische Datenschutzbeauftragte musste mehrfach beanstanden, dass ihm diese Vorfälle zu spät gemeldet worden waren. Inzwischen wurde Einigkeit erzielt, dass solche Meldungen spätestens 72 Stunden nach Kenntnis eines Verdachts und nicht erst nach Abschluss der Ermittlungen zu melden sind. Auch wurden die Behördenabläufe abgestimmt, sodass in solchen Fällen die Bußgeldverfahren zeitnah abgeschlossen werden können. Für die Einrichtung eines besonderen Behördenpostfachs besteht der Bericht darauf, dass in Kommunen jedes Amt mit einer spezifischen Aufgabe, also das Jugendamt, Ausländeramt, Kulturamt, wegen der besonderen Zweckbindung der personenbezogenen Daten als eine eigene Behörde anzusehen ist. Aufgrund dieses funktionellen Behördenbegriffs benötigt jedes Amt ein eigenes Behördenpostfach. Hierfür konnte in diesem Jahr eine technische Lösung gefunden werden. Auf diese sind die Kommunen dringend angewiesen, weil das besondere Behördenpostfach zum Beispiel eine geeignete Möglichkeit ist, das unsichere Fax zu ersetzen. Immer öfter werden biometrische Systeme genutzt. Da sie stärker in Grundrechte eingreifen, dürfen sie nur eingesetzt werden, wenn keine weniger eingriffsintensiven Lösungen möglich sind. So wurde zum Beispiel durch unsere Intervention in einem Betrieb eine Arbeitszeiterfassung mittels Fingerabdruck durch ein ausweisbasiertes System ersetzt. Zum Schluss noch zwei Hinweise zur Informationsfreiheit. Wir können inzwischen auf 3 Jahre Erfahrungen zurückblicken. Das Recht auf Akteneinsicht wird vermehrt in Anspruch genommen, ist aber noch entwicklungsfähig. Dieses Recht gilt in Hessen unmittelbar nur für die Landesverwaltung. Im Gegensatz zu allen 12 Bundesländern mit Informationsfreiheitsgesetzen gilt in Hessen, dass das Gesetz für Kommunen, Kreise und Städte erst dann gilt, wenn sie dies durch Satzung beschlossen haben. Dies ist nur selten geschehen. Erst 3 Landkreise, eine Großstadt und wenige kleine Städte haben sich für eine Informationsfreiheitssatzung entschieden. Hier wird nachzubessern sein. Aber auch auf der Ebene des Landes sehe ich noch Verbesserungspotenzial. Das Gesetz nimmt Polizei und Verfassungsschutz ebenso wie die Industrie und Handel sowie die Handwerkskammern vollständig von der Informationsfreiheit aus. Dass für operative Maßnahmen, die geheimhaltungsbedürftig sind, Ausnahmen gelten müssen, ist selbstverständlich. Dies kann aber nicht eine vollständige Bereichsausnahme begründen. Warum soll eine Information zum Krankenstand, zur Gehaltsstruktur, zur Gebäudemiete, zu den Fuhrparkkosten oder zu Maßnahmen des Klimaschutzes generell ausgeschlossen sein? Dem Ziel der Informationsfreiheit würde es besser entsprechen, wenn die Ausnahmen für die genannten Stellen auf die Behinderung ihrer Aufgabenerfüllung beschränkt wären. Zusammenfassend kann ich schließen, dass Datenschutz und Informationsfreiheit in Hessen weitgehend gewahrt sind und sich entwickeln können, dass sie aber verstärkt auf Aufmerksamkeit und Unterstützung angewiesen sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Rosnagel, für Ihren Bericht. Ich eröffne die Aussprache. Zunächst der Kollege Andreas Lischert, der AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Professor Rosnagel! Unser Dank gilt natürlich den Erstellern dieses Datenschutz- und Informationsfreiheitsberichts, der leider in der Kürze der Redezeit gar nicht angemessen gewürdigt werden kann. Der Bericht enthält eine Vielzahl von Beispielen. Sie haben ja selbst auch einige gerade erneut genannt. Und wir begrüßen natürlich sehr, dass Sie für Hessen ein so positives Fazit ziehen können. Für uns war die Quintessenz allerdings auch, Datenschutz funktioniert vor allen Dingen dort, wo es klare Zuständigkeiten gibt. Und ich denke, da werden wir uns ausnahmsweise mal einig sein. Im virtuellen Datenraum, im Cyberspace ist das alles andere als trivial.
Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass mit der Datenschutzgrundverordnung auch das Konzept eines One-Stop-Shops eingeführt wurde. Das bedeutet, und dazu zitiere ich aus dem aktuellen Bericht, bei grenzüberschreitenden Datenverarbeitungen eine Aufsichtsbehörde als federführende Aufsichtsbehörde einziger Ansprechpartner der Unternehmen ist. Das führt allerdings auch dazu, dass in aller Regel dieser One-Stop-Shop nicht in Hessen liegt und Hessen dementsprechend oder Sie als hessischer Beauftragter für Datenschutz eben nicht zuständig sind, denn es gilt die Hauptniederlassung des Unternehmens in der EU. Das ist sicherlich ein sinnvoller Evolutionsschritt, und es zeigt auch, Datenschutz ist eben kein Zustand, sondern ein Prozess. Diese Entwicklung hat aber auch Seiteneffekte. Sie führt nämlich dazu, dass von den üblichen Verdächtigen, wie ich sie mal nennen möchte, also sprich den großen Plattformen, den Digitalkonzernen wie etwa Google, Facebook bzw. seit kurzem ja Meta genannt, Microsoft etc., von diesen großen Datenplattformen, die ja in Sachen Datenschutz entsprechend problematisch sind, lesen wir in diesem Bericht relativ wenig. Wir hatten auch im Ausschuss darüber gesprochen. Das macht es für diejenigen, die sich über die aktuelle Lage in Hessen informieren wollen, natürlich nicht einfacher. Im Gegenteil, es wird komplizierter, denn im Grunde muss man für ein umfassendes Bild sich eben nicht nur auf der Landesebene, sondern auch auf der Bundes- und sogar auf der europäischen Ebene informieren. Ich will das jedoch nicht kritisieren, ich möchte lediglich den Hinweis darauf geben. Wie gesagt, in der Kürze der Zeit ist es gar nicht möglich, umfassend auf den Bericht einzugehen. Ich möchte mich deswegen auf einen Schwerpunkt konzentrieren, der mir besonders wichtig erscheint, nämlich die Entschließung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vom 25. November letzten Jahres. Zitat aus dem Bericht: Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, in Klammern die Datenschutzkonferenz, tritt Forderungen der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entgegen, Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten die Möglichkeit zu eröffnen, auf Inhalte verschlüsselter Kommunikation zuzugreifen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die technischen Feinheiten ersparen, aber diese Frage führt uns zu den Wurzeln des Datenschutzes und darüber hinaus sogar zu den Wurzeln von Grund- und Bürgerrechten überhaupt. Das sind nämlich Abwehrrechte mündiger Bürger gegen einen übergriffigen Staat und zur Machtbegrenzung der Exekutive. Und es ist, finde ich auch, und es ist in jedem Fall zu begrüßen, dass beispielsweise durch unabhängige Institutionen wie den HBDI, Landes- und Bundesdatenschutzbeauftragte, mit staatlichen Mitteln staatliche Macht begrenzt wird. Das begrüßen wir ausdrücklich. Dass sich die Datenschutzkonferenz so eindeutig für den Datenschutz und für den Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation und gegen die Vorschläge des Rates der europäischen Position ist daher mutig und begrüßenswert zugleich. Auch Terrorbekämpfung und Ähnliches dürfen nämlich nicht als Totschlagargumente gegen Bürgerrechte instrumentalisiert werden. Und die uns immer noch plagende Corona-Maßnahmenkrise illustriert überdeutlich, dass dieses Spannungsfeld zwischen Staatsmacht und Grundrechten keineswegs veraltet oder aufgehoben ist. Ich erinnere an Artikel 1 des Grundgesetzes, dessen erster Satz lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Einen Artikel 1a, das gilt nur für Geimpfte, gibt es nicht, und das ist auch gut so. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Lischert. Das Wort hat der Abg. Thorsten Leveringhaus, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Prof. Dr. Roßnagel, sehr geehrte KollegInnen! Der Bericht bezieht sich ja auf das Jahr 2020, und im Jahr 2020 hat sich die Einführung des Hessischen Datenschutzgesetzes zum 50. Mal wiederholt. Man kann also sagen, Datenschutz hat in Hessen Tradition.
Und Tradition hatte bisher bei den Reden des Datenschutzbeauftragten in den letzten Jahren auch, dass das Ganze mit Musikstücken garniert war. Mit der Tradition haben Sie jetzt gebrochen. Ich habe es in meine Rede aber noch einmal eingebaut, weil mir fiel spontan Depeche Mode mit Walking in my Shoes ein, als ich an die Rede gedacht habe. You'll stumble in my footsteps, keep the same appointments I kept if you try walking in my shoes. Und wir können nach ziemlich genau 8 Monaten Ihrer Tätigkeit feststellen, gestolpert sind Sie dabei nicht. Und an dieser Stelle möchte ich auch das Dankeschön an Sie, an Ihr ganzes Team in der Behörde, an Ihren Vorgänger, der ja noch maßgeblich an dem Bericht beteiligt war, Prof. Dr. Ronellenfitsch, ausrichten, aber auch an Sie, Prof. Dr. Rossnagel. Aber stolpern werden auch nach Jahrzehnten Datenschutz oder tun immer noch viele andere Menschen, erst recht nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Und wie oft konnten wir in den letzten Monaten die Aussage hören, der Datenschutz ist schuld, wenn irgendwas nicht so lief, wie man es gerne wollte, oftmals dann eben noch nachgeschoben, die Datenschutzgrundverordnung ist ja der Grund allen Übels. Ganz oft war das im Fall im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und hier möchte ich dann einmal Ulrich Kelber zitieren, den Bundesbeauftragten für Datenschutzinformationsfreiheit, der wortwörtlich gesagt hat, seit Ausbruch der Pandemie gab es keine einzige konkrete Maßnahme, die mir von der Regierung vorgelegt wurde, die am Datenschutz gescheitert wäre. Punkt. Es ist, denke ich mal, wichtig zu betonen bei den ganzen Aussagen, die immer wieder liest. Aber auch aktuelle Beispiele gibt es. Vor gut 2 Wochen hat der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie auf einer Tagung gesagt, dass die Datenschutzgrundverordnung Leben gefährde, da im Notfall die Übermittlung von Patientendaten ans Krankenhaus verboten sei. Und das ist schlichtweg falsch. Der EU-Gesetzgeber hat in der Datenschutzgrundverordnung explizit geregelt, dass es in Fällen von Bewusstlosigkeit oder anderen Notfällen im Interesse der Betroffenen keine Einwilligung bedarf. Und es ist schade, dass in unserer heutigen Zeit, wo das ganz schnell, Twitter haben wir die letzten 2 Tage oft gehört, aber auch über andere Kanäle sich rasend schnell verbreitet, dass solche Aussagen ohne Faktenkenntnis herausgehauen werden. Und deswegen sind für mich heute in meiner Rede 2 Dinge wichtig zu betonen. Wir brauchen einen sachlichen Umgang mit dem Thema Datenschutz, der auf Fakten basiert, und auf der anderen Seite eine Awareness auf Seiten der Menschen, wann es wirklich zu Konflikten mit dem Datenschutz kommt. Und 2 Beispiele in dem Bericht will ich dafür anführen, die eben genau auf diese mangelnde Faktenbasiertheit und auf das Datenschutzbewusstsein eingehen. Da wäre zum einen die Löschung der Namen von MandatsträgerInnen aus Sitzungsprotokollen. Das hat ja durchaus etwas Aufruhr in der Medienlandschaft gesorgt, wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Verwaltung. Und jetzt ist es eben so, dass vom Innenministerium, aber auch von Ihnen festgestellt worden ist, dass es ein klares öffentliches Interesse gibt, dass man diese Namen in den Protokollen findet. Als Beispiel sei hier nur namentliche Abstimmungen genannt, die man sonst gar nicht mehr nachvollziehen könnte, wenn man sich nach längerer Zeit die Abstimmungen anguckt. Und somit bleibt festzustellen, dass die damalige Nachricht, wie sie zum Beispiel bei kommunal.de zu lesen war, und so blieb den Juristen kein anderer Rat, als der Stadt zu empfehlen, dem Ansinnen der ehemaligen Stadtverordneten zu folgen, mit etwas mehr Faktenbasiertheit gänzlich anders ausgefallen wäre. Der 2. Punkt, und das hatten Sie auch schon angesprochen, ist der Fall der biometrischen Arbeitszeiterfassung mittels Fingerabdruck. Und der Begriff Awareness, den ich verwendet habe, der fiel hier in der Sitzung unseres Ausschusses für Digitales und Datenschutz von einer Mitarbeiterin von Ihnen. Und ich fand ihn sehr passend, denn den Mitarbeitern in dieser Firma war sehr wohl klar, okay, wir haben es hier mit einer besonderen Kategorie an Daten zu tun, kann man die denn für sowas, ich will es jetzt nicht abwerten nennen, aber Profanes wie eine Arbeitszeiterfassung nutzen. Und auch der Gesetzgeber hat ja biometrische Daten in der Datenschutzgrundverordnung klar definiert als besonders schützenswert. Und es zeigt sich, es gab Probleme in der Firma mit der Arbeitszeiterfassung, aber man hat jetzt eine Lösung mit RFID-Chips gefunden und die funktioniert genauso, ohne dass man biometrische Daten verwenden muss. Meine Damen und Herren, Datenschutz soll Regelungen und Maßnahmen nicht verhindern. Aber er ist gleichwohl notwendig, dass wir die Auswirkungen auf eben jeden Datenschutz immer mitdenken. Und es ist ja sogar so, wenn wir ihn konsequent mitdenken und umsetzen, dann ist er für uns kein Hemmnis, sondern kann er für uns in Europa, für uns in Deutschland und damit auch für uns in Hessen ein Innovationstreiber und Standortvorteil sein. Und zum Abschluss meiner Rede möchte ich noch einmal auf das 50-jährige Jubiläum des Datenschutzgesetzes zurückkommen. Ich hoffe, wir schaffen es noch, dieses Jubiläum zu feiern. Vielleicht spielt dann auch noch Herr Professor Ronellenfitsch auf seiner Gitarre. Ich hoffe es, wir schaffen es unter 2G-Regeln mit dann vielen doppelt, vielleicht schon dreifach geimpften Menschen. Denn es ist die fehlende Impfbereitschaft vieler Menschen, die ein Ende der Corona-Pandemie verhindert und nicht der Datenschutz. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin, Frau Kollegin Nadine Gersberg von der SPD-Fraktion. Nadine, bitte.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Prof. Roßnagel, meine sehr verehrten Damen und Herren! Corona und Datenschutz. Bei diesen Schlagwörtern rollen viele Hessinnen und Hessen inzwischen mit den Augen. Da sagen Sie zu mir in meinem Wahlkreis zum Beispiel, wie jetzt Datenschutz spricht gegen Videokonferenzen an Schulen. Haben die denn vielleicht gerade noch andere Probleme? Wie soll es denn hier bei uns an der Schule weitergehen? Viele Lehrkräfte sind verzweifelt, Eltern und Schülerinnen und Schüler wissen nicht, wie es weitergehen soll, sollten die Schulen doch wieder geschlossen werden. Tatsächlich war dieses Thema besonders in den letzten Monaten ein sehr zentrales, aber nicht der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen ist für die Misere verantwortlich, sondern die Landesregierung. Professor Roßnagel, Entschuldigung, ist schon darauf eingegangen. Alles basiert auf das Schrems II-Urteil. Und das ist natürlich auch der Landesregierung schon lange bekannt gewesen. Und da frage ich mich, warum erst einmal gar nichts passiert ist und erst Professor Roßnagel darauf aufmerksam machen musste, dass es nicht so weitergeht und wir ein eigenes Videokonferenzsystem oder weitere Alternativen in Hessen brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im vorliegenden 49. Datenschutzbericht ging es aber nicht nur um Datenschutz in Corona-Zeiten, sondern ein weiterer Schwerpunkt lag tatsächlich im Beschäftigtendatenschutz. Ein Feld, das an Wichtigkeit und Fülle weiter zunehmen dürfte, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Und auch hier möchte ich noch einmal auf das Beispiel mit dem biometrischen Fingerabdruck für die Zeiterfassung zu sprechen kommen. Tatsächlich hat die Mitarbeiterin im Ausschuss erklärt, dass es 2020 einen regelrechten Trend dazu gab, besonders in kleinen und mittleren Unternehmen. Und da zeigt sich, wo wir ein großes Problem in Deutschland haben. Die großen Unternehmen haben professionelle Datenschutzbeauftragte, die geschult sind, die weitergebildet werden, die einen rechtlichen Hintergrund haben oder juristischen Hintergrund haben. Aber die kleinen und mittleren Unternehmen, die haben dieses Know-how nicht und die schwimmen dann häufig, was das Thema Datenschutz angeht. Ich will gar nicht sagen, dass das immer alles bös gemeint ist. Ich glaube, das liegt wirklich sehr stark an fehlendem Wissen. Und da ist es auch eine Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, diesen kleinen und mittleren Unternehmen Hilfestellung an die Hand zu geben, sie zu beraten, was ja auch passiert. Aber das bedeutet eben auch, dass sehr viele neue Aufgaben an den Datenschutzbeauftragten und seine Behörde herangetragen werden. Und genau, das ist die Frage, dazu kommen viele weitere Aufgaben, wie zum Beispiel die weiteren Meldungen von Datenschutzverstößen, Fortbildung und Vorträge, Teilnahme an Konferenzen, Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 2020 haben sich da auch die Medienanfragen sogar verdreifacht. Da ist für mich die Frage, kann das mit dem bestehenden Personal alles überhaupt noch gewährleistet werden? Ich finde, es bedarf dringend einer Aufstockung der Personalmittel. Wenn man sich die eingegangenen Meldungen noch einmal ansieht, fällt auf, der Beschäftigtendatenschutz und der Gesundheitsbereich, das sind zwei starke Themenfelder, aber mit mehr als 500 Fällen vor allen Dingen auch der Bereich Kreditwirtschaft, Auskunfteien, Handel und Gewerbe. Und ich glaube, diesen Bereich sollten wir uns in den nächsten Monaten noch einmal ganz genau ansehen. Da gibt es gerade zum Beispiel bei der Schufa auch größere Umstrukturierungsmaßnahmen durch geplante Übernahmen. Und ich glaube, das wird ein spannendes Feld für die kommenden Monate. Sehr geehrter Professor Roßnagel, dieser Datenschutzbericht ist noch ein Gemeinschaftsprojekt, das haben Sie erwähnt. Ich möchte trotzdem mich bei Ihnen noch einmal bedanken. Mir ist sehr stark aufgefallen, dass man mit Ihnen sehr gut im persönlichen Gespräch auch sich austauschen kann, dass Sie sehr viele interessante Konferenzen uns anbieten und auch so viel Input für uns bereithalten als datenschutzpolitische Sprecherinnen und Sprecher. Vielen Dank dafür. Und natürlich möchte ich mich auch noch einmal bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer Behörde. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Gersberg.